Hallo, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Minecraft Life in the Woods. Immer noch mit Kapnau und Moose und mir. Die drei Musketiere. Ja. Wir machen hier gerade weiter Felder, beziehungsweise ich mache mich jetzt mal auf die Suche nach einem Ground Garden. Was macht ihr? Also ich fange an, mein Haus zu bauen. Ja. Ja, also ihr merkt maximale Spannung angestrahlt. Ja, ich möchte jetzt unbedingt nochmal die Erdnüsse finden. Ich hatte vorhin Erdnüsse gefunden, ich sehe nur Stork Garden. Und die wollte ich jetzt auch bitte wieder haben. Die ganzen Sachen. Du weißt schon, dass das auch ein Jahrhundertprojekt sein kann, jetzt eine Erdnuss zu finden, ne? Nein. Ach Du hast doch keine so. Ahnung. Ah, du machst das, du machst das. Ich krieg das hin. Ich habe hier voll die Heldenmusik. Ich krieg das auch hin. Ja, Heldenmusik, Mensch. Ich möchte zumindest einen Ground Garden finden, weil ich habe ja wieder eine Zwiebel dabei. Weil Ground Garden haben wir wirklich noch richtig wenige gefunden. Weil ich so zwei Weiß gar Stück nicht, was da bisher. alles drin ist. Kartoffeln, Süßkartoffeln. Ich glaube Karotten und so ein Na. Kram. Sag mal, sind eigentlich alle Kartoffeln auf dem Feld eingepflanzt? Ja. Okay. Weil es kommt mir immer so vor, als hätten wir so wenige davon. Ja, nur weil wir nur eine Reihe haben. Ich habe auch Vielleicht sollte welche, man davon mal ich zwei habe welche machen. in den Backofen gemacht. Ach, funktioniert der jetzt? Nee, in den anderen Backofen. Was? Ich gehe einfach dahin, wo ich den letzten gefunden habe, irgendwo. Da bei den Dino-Felsen. Da waren die letztes Mal zwei Stück. Ich weiß nicht, woran, ob das am Biom liegt, wo die spawnen oder nicht. Die Ground Garden oder so. Weil bei uns Boah, da sind. bist du bei mir an der richtigen Adresse. Ja. Also ich glaube, ich habe gerade eben aber einen gesehen. Echt? Ja. Hast du ihn mitgenommen? Ja, ich habe. Moment. Naht, Leak und Lettuce, ja. also Ja, Naht. das ist, glaube ich, ein Stalk Garden gewesen dann. Also so eine Pflanze, Kommt so gerade. eine grüne Hallo. Pflanze, oder? War das doch, oder? Kann sein, ja. Der Ground Garden, der sieht sehr total unscheinbar aus, ist unten braun und oben ein bisschen grün. So wie ich. Ich Oh, es ist einfach zu spät. Und zu warm noch immer. Habe ich einen Atlas dabei? Gut, dann verlaufe ich mich wenigstens nicht. In welchem Style soll ich den Keller so machen? Wie, in welchem Style? Dass er wohnlich ist? Ja, also mit welchen Wänden und Decken und Böden? Ja, wir können mal warten, bis der Laterbaum. Wie hieß der Later? Bis der Baum Ja, glaub gewachsen schon. ist. Und dann können wir mal gucken, ob uns das Holz gefällt, oder? Ja, ich frag halt nur, weil ich jetzt dann anfangen müsste, so langsam damit ausbauen, auch verkleiden und so. Ja, warte mal, bis der Baum gewachsen ist. Vielleicht sieht er ja cool aus. Sonst musst du alles wieder abreißen, wenn er cool aussieht. Ach so. Okay, die Böden bzw. Decken wollte ich sowieso aus Glas machen. Dass man da. Ja, das erinnert mich stark wieder an andere Menschen, die das auch schon mal gemacht haben. Wer hat das gemacht? Ja, keine Ahnung. Niemand, niemand. Hä, wer hat denn im Keller die Decke aus Glas gemacht? So dass man. Im Lagerhaus? Echt jetzt? Ach so. Ach, ich dachte, du meinst, dass man das Holz durchsieht. Also ich weiß auch nicht, was ich mir gedacht habe. Ich habe mir das gerade anders vorgestellt, okay? Ja, okay. Wo ist denn das ganze Glas? Ist das weg? Nee, das ist unten im Lagerhaus. Ach so. Soll ich eigentlich mal ein bisschen Schlaf? Ich nehme mal ein bisschen Schaffleisch mit, ne? Ja, ist gut. Wenn ich hier schon keinen Ground Garden finde, dann vielleicht ein bisschen Fleisch, das man braten kann. Daraus kann man dann nämlich auch Hamburger machen. Was ja an sich auch keine schlechte Sache ist. Ja, vor allem mit Cheeseburgern dann am Ende. Ja. Sag mal, dieses Glas, was unter dem anderen Glas ist. Wie sieht das am Ende aus? Hat das weniger Streifen? Sieht das gut aus? Kann man da gut durchgucken? Also ich finde es besser als das Originalglas. Es ist ein Okay. bisschen klarer.
Braucht man das Originale noch oder muss man das aus dem Original dann machen? Das macht man aus dem Original. Okay. Das ist halt mit dem Schissel geschisselt. Ah, das ist einfach nur geschisselt. Ja. Okay. Wir sind einfach wieder Stalk Garden. Ich weiß gar nicht, warum ich die überhaupt einsammle. Was haben wir hier? Watercress. Watercress. Warte krass. Mal, da habe ich jetzt Wasserkresse und was? Da habe ich zweimal Wasserkresse rausbekommen. Alles klar. Können wir die jetzt auch anpflanzen, damit wir irgendwas machen? Kresse? Wasserkresse? Keine Ahnung. Kenne mich mit dem. Mit dem. Water. Ist wie. Ist das. Nee. Ist das Spinat? Spinat? Ja, ich habe Spinat gefunden. Alter. Wie heißt das denn auf Englisch? Ist es Water Spinach? Spinach geschrieben. Spinazzi, Spinazzi. Und wo pflanzt man das an? Asiatischer Reis. Hey. Boy. Und eine Höhle direkt unter unserem Keller. Noch mehr asiatischer Reis. Hey. Alter, manchmal lohnt sich das voll, durchs Wasser zu gehen. Wir sind hier in Asien. Wasabi. Reis. Ah, so sieht das aus. Ja, das sieht echt cool aus, auf jeden Fall. Das ist hässlich, das sammle ich nicht ein. Ich habe hier gerade voll die Trommeln hier. Ich fühle mich fast wie so ein Indianer auf der Pirsch. Boah, unter unserem Keller ist eine Riesenhöhle, glaube ich. Ja, das wissen wir doch, oder? Ja, aber so, also direkt unterm Lagerhaus, ne? Ja, hast du nicht, als du den Garten gebuddelt hast, gemeint, unten drunter wäre eine Riesenhöhle, sowieso? Ja, ja, ich hätte aber nicht gedacht, dass das bis hier rüber reicht jetzt. Tja. Okay, es kommt schon hin mit der Höhe. Hallo, Ground Garden. Wo renne ich denn hier eigentlich lang? Ah ja. Hast du schon einen gefunden, oder? Nein. Ach, die sieht man halt nicht so gut wie die anderen. Die stechen nicht so raus. Vielleicht bin ich auch schon an 10 vorbeigelaufen. Aber Stalk Garden sehe ich die ganze Zeit. Aber davon brauchen wir, glaube ich, langsam nichts mehr. Da sollten wir inzwischen eigentlich so gut wie alles voll haben, ne? Ich meine, fast alles, was wir haben, ist aus dem Stalk Garden. Ja, Tomate... Paprika, Gurke und sowas. Ja, genau sowas. Ach, da hinten ist wieder unser Haus. Ich bleib mal hier auf der Seite. Und check die Lage ein bisschen ab. Was wächst denn da im Wasser? Was sind das? Simpelsten Bur... Was ist das? Brauche ich das irgendwie? Nein, brauche ich nicht. Das sind irgendwelche Grassorten. Oder so ein Scheiß. Ich will doch nur meinen Ground Garden. Oh, wie läuft's mit dem Haus da hinten? Ja, ich bin mir noch sehr uneinig, wie ich es mache. Ich habe jetzt mal angefangen, ein kleineres Teil zu bauen. Brauchst du eine zweite Meinung? Ja, wenn ich einigermaßen einen Plan habe, dann frage ich mal, aber im Moment ist das echt noch nicht sehenswert. Gleich, wenn es am nächsten Tag, gucke ich mir das mal an. Das war total unerfolgreich. Da kommt der Profi beurteilen hier. Ja, ich bin der Superprofi. Ja, ja. Ich bin schon der Profi, ich bin der Superprofi. Ei. Was war jetzt erfolgreich, deine Suche? Nein, ich wollte gerade sagen, es war nicht erfolgreich. No, alles scheiße. So. Weil du keinen Ground Garden hast. Ja, okay, ich habe Spinat gefunden und so. Das ist schon cool. Das mache ich direkt mal hier unten rein. Ich habe Reis gefunden. Und ich habe Spinat gefunden. Und Wasserkresse. Ja, nochmal Wasserkresse. Ja. Mhm. Aber die muss man im Wasser anpflanzen, ne? Ja. Da müssen wir da irgendwie noch einen Teich machen, genau, oder so. Wir haben ja unten einen Fluss, vielleicht können wir einfach einen Weg hinmachen und den Fluss missbrauchen. Ja. Ganz edel.
Okay, ich bin am Bett. Obbe. So, dann komm ich jetzt obbe, 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 an der Kappe mal ihrem Kreuz. Ich war kurz davor, noch runterzuspringen, aber das hat nicht mehr funktioniert. Ja, ich kann gerade echt nicht hochkommen. Warum nicht? Scheiße. Weil ich unten in der Höhle versauere. Du bist in die Höhle gegangen? Ich weiß nicht, ob ich hochkomme. Ja, so mehr oder weniger. Mehr oder weniger? Ja oder nein? Ich wollte eigentlich nur kurz runter und dann... Das ist der Spruch. Und dann bist du verloren gegangen, oder wie? Nur kurz mal so gucken. Ungefähr. Die Neugier, die bringt dich um. Ja, ist echt so. Ich hoffe, du hast nichts Wichtiges dabei. Ah. Nee, ich hab den Weg. Ich hab die Stelle wieder. Also ich komm hoch. Oh, jetzt bin ich da. Super. Ich sortiere gerade noch das Essen weg. Ups. Ach, die Bohnen, die kann ich essen. Ich esse vorm Schlafen gehen erstmal Bohnen, ne? Das ist super. Wir schlafen ja auch alle nur nebeneinander. Ja, aber immerhin unter freiem Himmel. War das schon wieder Ende der Folge? Hallo? Könnt ihr mich hören? Also ich kann dich hören. Okay. Ja, ich kann dich auch hören. Ich war nur gerade kurz an der Tür. Ich bin sofort wieder da. Wir haben noch nicht Ende. Wir haben gerade die Hälfte. Okay. Ach, hier ist noch mehr Reis. Den bringe ich mir runter. Das kann man doch stacken. Haben wir von der nicht... Blablabla. Cabbage, davon hatten wir dann wohl genug. Oh, wir haben eine Birne, da können wir einen Birnenbaum machen. Alter Verwalter, ich mache einen Birnenbaum. Habe ich mitgenommen, ja. Tadam, tadam, Birnenbaum, ja, okay. Oh, wie du ausrast. Die Musik, die ist gerade so. Ja, Menschen, Birnenbaum. Die Musik hat gerade so sehr gepasst. Ja, deshalb muss man dann richtig eskalieren. Echt. So, ich mach den mal. Wir müssen hier, ich brauche erstmal Dreck, ey. Ich muss das hier ausweiten. Da passt kein Birnenbaum hin. Dirt braucht sie, Dirt. Ach komm, ich nehme den ganzen Stack. Wofür haben wir denn den Mülleimer da? Zum Benutzen. So. Ich sehe schon, das sieht am Ende gar nicht mehr natürlich aus, aber Hauptsache wir haben Platz für die Bäume. Ach, scheiß Tausendfüßler hier. Weg da, ich kann wegen dem. Ach, das sieht doch jetzt auch nicht mehr natürlich aus. Doch. Das ist total. Ja, die ganzen Büsche auf einem Haufen und alles mega natürlich. Ja, wo eins wächst, wachsen viele. Ach so. Aber wenn man jetzt so in den Garten guckt von oben, dann sieht es auf jeden Fall echt gut aus. Stimmt, das habe ich auch schon gemacht. In den Garten. Das ist echt super. Ja. Ja, wenn man so vor der Tür steht, dann sieht das echt super schön aus. Mit dem Grün und den Bäumen und allem. Super. Kann man so mal machen. Jetzt gucke ich mal bei der Kapna vorbei. Oh mein Gott. Ich hab noch gar nichts. Versteckt euch! Echt? Du hast wieder abgebaut? Das ist so ein kleines Hütchen, das nicht mal zu ist. Momentan. Ah ja, das wird doch. Ah, cool. Das ist natürlich auch eine Idee, ne? So zu bauen. Darauf bin ich ja nie gekommen. Was ist denn an der Idee so besonders? Ich weiß auch gerade nicht, was... Ja, hier so drei Dinger zu machen. So drei Säulen. Was? Ich finde, das sieht voll cool aus. Guck mal, du hast direkt nebendran einen Teich und einen Lavateich. Ja, das ist mir auch schon aufgefallen, wenn ich da nicht irgendwann mal reinfalle. Ja, du hast Glück, dass Lava im Dunkeln leuchtet. Ja. Ist aber gut positioniert auf jeden Fall, die Hütte. Finde ich auch. Ist ein schönes Örtchen hier.
dachte ich mir auch. Ich sehe schon, das fängt so klein an und nachher geht das oben mega auseinander wie so ein Baum. Ja. Nee, ich mache hier vorne noch. Da, wo der Zaun ist, willst du so einen Balkon machen? Das ist eigentlich auch eine Idee. Ich möchte halt hier noch so einen kleinen Steg noch rausmachen. Und hier soll das Haus halt auf den Dingern dann hier hinten halt runtergehen. Oh, das ist auch eine das ziemlich gute Idee. Ich kann mir es gut vorstellen. Ich habe schon gedacht, als ich den Zaun da hab stehen sehen. Da kommt noch das was. Das wird, ja. Ich hoffe, es wird erfolgreicher als meine Suche nach dem Ground Garden. Das hoffe ich auch. Boah, ich habe gerade voll die kreative Idee. Man könnte was? So ein Ding voll weit nach oben bauen, hier so ein Turm. Und dann oben voll viel verstreben wie so ein Baum. Das ist aussieht wie ein riesengroßer Baum. Ja. Die Idee feiere ich. Finde ich jetzt auch. Mega. Dann können wir sogar, damit es wirklich aussieht wie ein Baum, außen, wenn wir eine Schere haben vom Baum, so Buschdinger dran machen. Ja, genau. Das ist dann, auch mega. Das ist dann genial. Eine ganz andere Bedeutung vom Wort Baumhaus, ja? Ja, das genau, ist... das habe ich auch. Das ist total clever. Geil, ey, richtig gut. Ich würde sagen, wir beenden jetzt die Folge mal ein bisschen kürzer, dadurch, dass wir eben so viel Zeit verloren haben. Okay. Ja, das kann man machen. Wir sind jetzt bei fast 17 Minuten, das ist voll in Ordnung. Okay. Das Wort ist, gehört euch. Ja, bei Kapner ist es jetzt nochmal. Gib alles. Okay, danke fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal. Ja, geht doch voll klar. Tschüss. Tschüss.